willkommen bei zweiten Vornamen, den wir jetzt annehmen, und zwar den schönen Vornamen Christine. Ja, ist mein Lieblingsname, weil ich Klang halt mag. Christine, ist halt so schön am Ende, Christine. Ja, Christine bedeutet die Christin, die christliche, und ist halt die, sag ich mal, nordische Variante von Christiane, Christine, und die weibliche Variante von Christian. Und ja, ich finde den Namen vom Klang her wirklich super. Ich mag den Namen Christine. Ich kenne auch so einige Christines. So mit K, auch so mit CH. Und den Namen mag ich halt sehr. Und ja, und Christines, die ich kenne, sind dazu sportlich. Sind sehr hübsch meistens. Sind aktiv. Immer lustig drauf und immer gut drauf. So ist halt der Grund, warum ich halt den Namen Christine mag. Ja. Und ja, wie gesagt, den Namen Christine gibt es halt in Variante mit C, H, mit C ohne H, dann mit K. Und da habe ich auch noch, ja gut, habe ich auch noch Variante halt gefunden, so mit nur mit C und ohne H. Das sieht aber vom Schriftbild aus, das sieht vom Schriftbild, finde ich jetzt nicht so prickelnd so. Also ich mag den Variante Christine mit CH und Christine mit K. Ja gut, vom Klang her sind beide gleich, also Christine. Ja gut, das merkt man nicht. Wenn man Christine und Christine sagt, dann weiß man nicht. Klingt ja von beiden gleich, egal ob K oder C, H oder C. Ja, in Deutschland ist der Name Christine relativ weit verbreitet. Ja, vor allem im Norden, weil der Name ist ja, Christine ist ja so nordisch, skandinavisch so. Aber da vor allem halt in der Variante mit K. Und dann grüße ich auf diesem Weg mal alle Christine. Schön, dass ihr da seid. Ich bin auch zu haben, falls ihr mich kennenlernen wollt. Ja. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, jetzt Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter, kann mir das immer gewünscht. Und es ist das zweite Video zum Thema Vornamen. Das habe ich jetzt Christine genommen. Hallo Christine, schön, dass ihr da seid. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.